Dieses Gebäude, was wir in den Blick genommen haben, ist das sogenannte Haus Segeberg. Es stammt aus dem Jahre 1774 und hat hervorragende räumliche Voraussetzungen für ein kulturelles Zentrum. Und da gibt es bei einer Machbarkeitsstudie drei Möglichkeiten. Auf der einen Tür steht, geht, kostet so viel. Auf der anderen Tür steht, geht überhaupt nicht, will auch keiner. Und in der Mitte steht dann K wie Kompromiss aus beiden Ebenen, das wäre dann machbar. Wir sind hier bei der Aktivregion Holsteins Herz und ganz speziell ist bei uns eigentlich, dass wir so diesen Kontrast haben zwischen Städten, kleineren Städten, wir haben vier davon in unserer Region, und der Natur. Das Brenner Moor, das ist sehr schön, da kann man auch schön wandern gehen und die Natur erleben. Ganz bekannt ist natürlich in Bad Segeberg der Kalkberg, der wird vielen bekannt sein. In meiner Arbeit als Krankenschwester habe ich einfach gemerkt, dass ich ganz häufig mit Menschen zu tun hatte, dass am Lebensende ganz, ganz viele offene Fragen sind, ganz viele Ängste und Unsicherheiten sind. Und mein großes Ziel war es, einen Ort zu gründen, zu schaffen, wo Menschen würdevoll und respektvoll ihren letzten Weg gehen können. Ja, das Projekt Fahrrad beinhaltet eine Zusammenführung verschiedener Mobilitätsträger an unserem zentralen Mobilitätshub hier auf dem Vorburgplatz in Trittau. Wir führen hier den Radverkehr zusammen mit dem Autoverkehr und dem öffentlichen Personennahverkehr. Haben hier auch noch eine Mitfahrbank installiert. Angefangen hat das 2017 mit den Hühnermobilen. Da hatten wir so eine ganz kleine Holzhütte und haben die Eier darüber verkauft. Und dann haben die Leute immer gefragt, kann man nicht hier noch irgendwie Milch kaufen? Kann man nicht auch Fleisch kaufen? Ich musste dann immer sagen, nein, tut mir leid, dafür bräuchte man einen richtigen Hofladen. Irgendwann hat das mal einer aufgeschnappt, der die Förderorganisation Holsteins Herz kannte und meinte, hey Leute, fragt da doch mal, das kann man sich fördern lassen, das ist doch ein tolles Projekt, für ganz Zarpen ist das was Schönes. Und dann haben wir uns informiert und überlegt, wie machen wir das, was machen wir? Ja, so kam es zu der Idee letztendlich. Ich persönlich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Wir können unten ein kulturhistorisches Museum im Rundgang anlegen und in der ersten Etage gibt es einen Museumsverbund, der für alle Museumsschaffenden im Kreis und in der Stadt eine Service-Anlaufstelle ist.